Und das nächste klappt auch bestimmt viel besser, was ich, als ich gedacht habe. Das ist Merle, ihr kennt das Problem, ihr habt Ideen und zu offenen Daten oder zu Wikidata oder idealerweise zu beidem und ihr wollt die fördern lassen. Und wie geht das eigentlich? Das erzählt euch Merle. Ja, hi, ich bin Merle und zu Ideen. Der Vortrag entstand so, dass ich in einer Twitter-Gruppe drin war und dann so eine DM von Jul kam, der meinte, ja, Merle hat einen Vortrag. Und ich so, aha. Dementsprechend gibt es jetzt Folien und ich hoffe, ihr findet sie alle sehr hilfreich. Fragen beantworte ich dann gerne später. Max, kriege ich das Bild? Ich habe das Bild auch. Genau, Ideenförderung. Ich bin im Team Ideenförderung bei Wikimedia Deutschland, weil Wikimedia ist etwas größer und besteht auch aus mehreren Teams und Bereichen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und wir haben 65.000 Mitglieder, Tendenz steigend. Wir haben einen hauptamtlichen Vorstand. Einfach nur ganz oft ist Vorstand ein Ehrenamt und bei uns ist das getrennt. Vorstand ist bei uns hauptamtlich, das ist Abraham Daheriwand. Und wir haben dafür ein ehrenamtliches Präsidium. Und wir sitzen in Berlin und wir haben ungefähr 120 Mitarbeiter. Auch da ist die Tendenz leicht steigend. Genau, und wir hatten einfach für euch so als Gefühl im letzten Jahr ein Budget von 8,3 Millionen, was wir für sehr, sehr verschiedene Sachen ausgegeben haben. Zum Beispiel haben wir die Softwareabteilung, unter anderem hier vertreten mit Joel, Lukas und Michi, die hier sitzen. Wir haben den Bereich Bildung, Wissenschaft und Kultur. Auch da gibt es eine Vertreterin bei diesem Workshop. Und wir haben zum Beispiel die Ideenförderung. Was macht die Ideenförderung? Ich glaube, die meisten haben jetzt schon von der Ideenförderung profitieren können. Ihr seid bei diesem Workshop und wir haben euch sehr, sehr wahrscheinlich mit der Anreise und/oder Hotel dort unterstützt. Genau. Einfach nochmal ganz kurz zurück zu Wikimedia. Wir haben drei große Handlungsfelder dieses Jahr. Das eine ist neue Freiwillige gewinnen, unterstützen und halten. Dann die Softwareentwicklung, wo es hauptsächlich um Wikidata ausbauen geht und aber auch MediaWiki weiterentwickeln. MediaWiki, die Software, die hinter Wikipedia steht und unter anderem auch hinter Commons. Was, ja. Und dann haben wir noch Rahmenbedingungen für freies Wissen stärken. Das ist hauptsächlich unsere Politikarbeit, die jetzt gerade mit Frag den Staat ja auch ein neues Projekt gepitcht hat. Gepitcht, das ist das falsche Wort. Was? Danke. Frag sie Abi. Ja, Abi-Mottos waren schon immer schlecht. Genau, im Bereich Freiwillige geht es um die Gewinnung und das Onboarding neuer Ehrenamtlicher, weil wir immer auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen sind für Wikipedia, aber auch für unsere anderen Schwesterprojekte. Es geht um die Förderung von Ideen aus der Community und Unterstützung lokaler Aktivitäten, das, wovon ihr jetzt gerade profitiert. Dann, wie schon erwähnt, die Softwareentwicklung, freie Datenbank Wikidata und Wiktionary jetzt. Über Wiktionary werdet ihr heute auch, glaube ich, noch was hören oder morgen? Irgendwann. Genau. Umsetzung technischer Wünsche aus der Community und dann halt die Rahmenbedingungen. Genau, Ideenförderung. Was machen wir? Hört sich jetzt irgendwie, ist viel. Onboarding, Neugewinn, wir machen Bannerkampagnen. Wir suchen in Wikipedia wirklich Leute, die sagen, hey, ich habe Bock mitzueditieren. Wir hatten da letztes Jahr auch den Wikipedia-Aktionstag, wo wir in unseren lokalen Stützpunkten für Wikipedia geworben haben. Da hat hier in Ulm Stefan Kaufmann auch den Tag gestaltet. Es geht darum, technische Hürden zu entdecken und die vielleicht auch zu beseitigen. Wir bieten ganz viel Material an. Wir sind dabei, Online-Kurse zu entwickeln, damit der Einstieg in unsere Projekte leichter fällt. Es ist auch ein bisschen das Ziel, die Kommunikationskultur in Wikipedia zu verbessern. Ich höre ein noch viel besser. Da haben wir tatsächlich im letzten Jahr mit Kommunikationstrainings angefangen und Leute angesprochen und gefragt, haben sie nicht Lust, damit zu machen. Mentorenprogramm entwickeln. Wir vergeben Stipendien und dann halt das Förderprogramm. Und dazu kommen wir jetzt noch ein bisschen mehr. Genau. Wir haben Budget und wir haben dieses Budget für Freiwillige. Man kann sich an uns wenden. Dafür haben wir auf Wikipedia die
Förderungsseite, wo unser Angebot steht. Ihr könnt über uns Technik leihen, ihr könnt von uns Literatur bekommen, ihr könnt anderes Material bekommen. Wir helfen euch mit organisatorischer Unterstützung. Es ist möglich, bei uns @wikipedia.de E-Mail-Adressen zu bekommen zum Beispiel. Wir vergeben Visitenkarten und wir helfen bei Projekten. Also wenn ihr sagt, ihr wollt ein Projekt machen und ihr braucht Unterstützung, sind wir durchaus die richtigen Ansprechpartner. Links unten Reisen und Community-Treffen, genau, wir unterstützen Reisen. Das habt ihr jetzt 1:1 erlebt. Und sonst noch rund ums Ehrenamt bieten wir Weiterbildung, Trainings oder auch Ehrenamtsbescheinigungen an, was auch ganz hilfreich sein kann. Genau, jetzt ganz viel aufgeschlüsselt. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht alles einzeln durchgehen. Es lässt sich sehr viel erstatten. Ihr könnt sehr viel Förderung von uns bekommen, was teilweise einfach privat nicht machbar ist. Wir haben viel Technik. Zum Beispiel ist jetzt auch gerade eine Kamera hier, die ausgeliehen ist, mit denen wir Fotos machen. Hier im Verschwör stehen zum Beispiel auch Laptops, die Wikimedia Deutschland gehören. Und wir haben auch sonst sehr viel Kram. Ob Roll-ups, ob Messestände, viel. Liegestühle, Sitzsäcke. Könnt ihr hier live testen. Ich glaube, Fließdecken sind auch hier. Genau, Reisekostenerstattung hatten wir jetzt auch schon 4-mal und wir bieten unter anderem auch Versicherungen an. Also diese Veranstaltung ist versichert, das ersetzt zwar nicht eure private Haftpflichtversicherung, aber es besteht ein Grundschutz. Jo, geht noch weiter. Ich finde, hier ist das Spannende sicherlich Trainings. Wir bieten Trainings an, gar nicht fest, sondern ihr sagt, hey, ich fand es total hilfreich, ich brauche eine Fotoschulung. Oder ich finde es cool, zu Kommunikationskultur gecoacht zu werden. Und idealerweise sind es Gruppentrainings, wo wir dann sagen, okay, wir suchen euch einen Trainer, wir kümmern uns um Ort, Hotel, alles. Genau. Jo, geht noch weiter. How-to-Förderantrag. Jetzt ist mal die Frage, okay, und wie komme ich da dran? Also ihr hattet es jetzt relativ entspannt und musstet eine E-Mail an community@wikimedia.de schreiben. Das ist die Zauber-E-Mail-Adresse. Immer an diese E-Mail-Adresse schreiben. Alles über 500 Euro braucht aber einen Förderantrag. Das hört sich jetzt super complicated an. Ist es nicht? Ich glaube, es gibt wenig Organisationen, wo man so einfach Förderung bekommen kann wie bei uns, wenn man Wiki-Syntax kann. Okay. Vielleicht geht es doch einfacher. Wir haben eine Seite unter WPFÖ, kommt man auf Förderung. Da gibt es Vorlagen, Projektplanung. Da klickt man einfach an, da ist so ein Fenster, da schreibe ich einen Titel rein und der generiert mir gleich eine Seite. Fülle ich aus, diese ausgefüllte Seite schicke ich an die Zauber-E-Mail. Und dann gibt es von uns normalerweise ein Feedback. Das sieht dann irgendwie so aus, man muss sein Projektziel angeben, man gibt die Rahmenbedingungen an. Das ist alles schon eine Vorlage, da haben wir teilweise auch schon Zahlen eingetragen und die passt ihr dann einfach für euch an. Und so schickt ihr das an uns und wir gucken uns das dann an. Was braucht ihr dafür? Es hilft, irgendeine Idee zu haben. Immer ganz gut, wenn ich sowas mache. Man sollte überlegen, welches Ziel man damit verfolgt. Ihr müsst halt auch Zeit haben. Also nur weil wir euch unterstützen, heißt das nicht, dass ihr eine E-Mail schreibt und wir machen dann. So läuft es nicht. Und ihr müsst auch Lust auf eine gemeinsame Zusammenarbeit haben. Genau, idealerweise habt ihr auch schon Ideen, was wie. Ja, die Wiki-Syntax steht da rechts auch. Wäre ganz gut. Und richtig fantastisch seid ihr dann gleich, wenn ihr euch gleich Gedanken macht, okay, wie kann ich eigentlich auch den Erfolg des Projekts messen? Weil ja, wir fördern sehr großzügig, aber wir fördern nicht komplett ins Blaue hinein. Genau, und wir unterstützen euch dann auch wirklich bei der Budgetplanung. Also ihr macht den ersten Aufschlag, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, das machen wir alles wir für euch. Budgetplanung, wir kümmern uns um Verträge, wir buchen Hotels, wir kümmern uns ums Catering, also auch alles, was ihr hier gerade erlebt. Und ihr könnt euch dann auch bei uns beschweren, wenn das Essen scheiße war. Genau, jetzt ist aber die Frage, okay, ich kann einen Förderantrag schreiben, aber kann ich jetzt alles fördern lassen? Und jetzt habe ich die schlechte Nachricht. Wir haben schon ein paar Kriterien, die sind relativ klar, die stehen auch online, die könnt ihr auch auf wikipedia.förderung nachlesen. Und prinzipiell geht klar, es muss für freies Wissen da sein. Und es ist noch ein bisschen mehr eingegrenzt, dass die Förderung für zum Beispiel Inhalte der Wikimedia-Projekte erzeugt werden muss oder zu Projekten, die Wikimedia zugutekommen. Wie zum Beispiel, wir sagen, wir fördern OSM,
Wir haben jetzt auch wirklich eine komplette Förderlinie OpenStreetMap angefangen, weil OpenStreetMap wird direkt in Wikimedia, in die Wikimedia-Projekte eingebunden. Genau, oder Mitarbeitende, Ehrenamtliche werden unterstützt, besser zu werden in ihrer Tätigkeit, die sie für die Projekte machen. Ne, das heißt halt nicht, Person XY kommt an und kriegt von uns ein Rhetoriktraining, sondern es muss halt schon irgendwie nachweisbar sein oder verargumentierbar sein, welche Auswirkung das halt für freies Wissen und vielleicht Wikimedia oder OSM oder Wikidata hat. Genau, da geht auch eigentlich 5 hin. Genau, 4 ist, denke ich, auch ganz spannend. Verbreitung von Inhalten. Wir können Flyer, wir können Postkarten, wir können alles erstellen. Und ich glaube, da lässt sich auch relativ schnell eigentlich immer auch eine Verbindung herstellen. Also gerade freies Wissen, Open Knowledge, offene Daten, wie das mit uns zu verbinden ist. Genau, und na, Arbeitsbedingungen, Schaffung konstruktiver Arbeitsatmosphäre, freuen wir uns auch immer. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr überlegt, keine Ahnung, ob das jetzt förderbar ist, könnt ihr mich gerne ansprechen. Da könnt ihr auch immer noch mal eine E-Mail an community@ schreiben. Wir antworten, wir sind eigentlich relativ nett. Ich glaube, ich bin die berühmt-berüchtigste dort und ich bin nicht mehr so viel in der Queue. Sprecht uns an, wir sind auch gerne auf irgendwie im Brainstorm mit euch, lassen uns gerne ein, wir können gerne zusammen überlegen, was vielleicht auch sinnvoll ist. Genau, mit Frag den Staat haben wir das ja schon ganz gut durchexerziert, Zusammenarbeit Wikimedia und Frag den Staat, man kann zum Beispiel IFG anfragen, sich gegebenenfalls auch von uns bezahlen lassen, wenn die zu teuer werden und wenn ihr sagt, jo, aber wir laden das hier auf Wikisource oder Wikibooks oder keine Ahnung wo hoch. Da ist schon ein gewisser Spielraum und wir freuen uns da auf jeden Fall, den mit euch auch anzugehen. Aber ihr fördert hauptsächlich Wikipedia-Projekte, ne? Aber für Wikidata könnte ich das auch benutzen. Steht Wikimedia-Projekte. Also, ja, wir haben Wikipedia, das ist so das große Monster. Also wir werden auch ganz oft verwechselt. Also ihr seid Wikipedia, oder? Nein, wir sind Wikimedia, da gibt es ein paar mehr Projekte. Jetzt habe ich hier leider keine Projektübersicht. Ich glaube, die bekanntesten ist Wikipedia. Viele von euch sollten hoffentlich Commons kennen und Commons wird auch irgendwann besser. wir haben Wikidata, aber wir haben halt auch Projekte, die weniger viele Menschen kennen, wie Wikivoyage, Wikisource, Wikibooks, Wikispecies, Wikinews. Und Jolo und ich wollten eigentlich mal ausprobieren, was wir noch so als Wikipedia-Projekt durchkriegen oder Wikimedia-Projekt. Ich glaube, Lukas hatte vorgeschlagen, Wikitowel. genau, also das hier ist kein Wikipedia-Workshop, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Das hier ist ein Wikidata-Workshop. Fördern wir. So. Ich hatte jetzt noch ein paar mehr vorhin. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch so relevant waren. Genau, Zauber-E-Mail-Adresse, community@wikimedia.de. Unbedingt merken, unbedingt immer hinschreiben. Super Team. Genau, hier ist auch nochmal das Team. Wir sind ein paar mehr in unserem Team. Ja, genau. Fragen? Ja, ich hätte vielleicht unten. Ja, es ist halt PowerPoint-Karaoke. Vielleicht nicht die beiden Fragen, die sind beide nicht hier. Hat trotzdem irgendwer Fragen? Voll gut, dann seid ihr erlöst.